Wem das eigene Dorf zu klein vorkommt, den zieht es früher oder später in die Ferne. In diesem Erweiterungsband für Beyond the Wall zieht es die Heldinnen und Helden des Dorfes weiter weg als nur die nähere Umgebung. Weit entfernte Mysterien warten darauf, erkundet zu werden. Und was ist dran an dem Gerücht über den wiedererwachten Drachen im Osten? In die Ferne erweitert die Spielwelt von Beyond the Wall um das Umfeld des Dorfes und bietet damit die Möglichkeit einer epischen Kampagne. Auch hier steht der Einfluss der Spielerinnen und Spieler im Zentrum. Sie entwickeln Orte im Umfeld des Dorfes, die auf einer Hexfeldkarte eingezeichnet werden, und überlegen sich Gerüchte oder Wissen über diese Orte. Ob diese der Wahrheit entsprechen, wird aber von der Spielleitung geheim ausgewürfelt. Um die Erkundung darüber hinaus spannend zu machen, werden noch weitere, den Spielerinnen und Spielern unbekannte Orte hinzugefügt und so eine lebendige Welt um das Dorf der Charaktere entwickelt. Das Buch enthält eine Sammlung verschiedenster Orte und Regionen, die zur Inspiration dienen und mehr als eine Spielwelt füllen könnten. Das Salz in der Suppe einer Kampagne ist aber oft ein übergreifender Plot. Mit eigenen oder fünf beiliegenden Szenarien kann eine sich über mehrere Abenteuer und einen längeren Zeitraum entwickelnde Bedrohung hinzugefügt werden. Ob nun der erwähnte Drache erwacht, eine Horde Untote durch die Lande zieht, die Natur verwelkt oder Händler bzw. eine nahe Kaiserstadt einem das Leben schwer machen, bleibt der Spielleitung überlassen. In die Ferne erhält darüber hinaus noch kleinere Regelergänzungen wie Talente oder Untote, Hinweise auf den Einstieg von Charakteren oder das Vergeben von Erfahrungspunkten sowie neue Zauber und Rituale. Also schnappt euch eure Beyond the Wall Charaktere und reist mit ihnen in die Ferne.